Da oben kann man das Schloss erkennen, Waldstein. Und hier sind an diesem Berg sind auch diese Felden, die mich damals als Kind fasziniert haben. Jetzt vielleicht mal da kurz reinfahren in das Dorf. Rechts. Links. Fahren wir weiter. Ja, jetzt sind wir also in rückwärts von der Schnellstraße runtergefahren und gucken uns mal hier um. Wir haben scheinbar die falsche Abfahrt erwischt. Wir müssen drehen, wir müssen noch mal ein Stückchen weiterfahren. Bine, bleib mal gleich jetzt ein bisschen weiter und dann bleib mal stehen, wenn man die Berge da besser sehen kann. Sag ja, jetzt stopp. Also, hier haben wir einen besonders schönen Blick auf diese Burg oder Feste Waldstein. Da bin ich damals auch zu Fuß oben gewesen und ich kann mich daran erinnern, dass ich hier die ersten gregorianischen Gesänge gehört habe. Da sind wir an dem Kloster vorbeimarschiert, wir waren gar nicht drin. Und da haben wir diesen Gesang gehört, der dann später erst mir bewusst wurde oder wo ich daran gedacht habe, dass es eben gregorianische Lieder waren, die Priester oder Mönche, die da waren, gesungen haben. Also hier sind wir jetzt in Rückertz und in Rückertz waren wir ja bekanntlich nach der ersten Flucht für einige Wochen untergebracht und haben auch 1945 den Ostertag hier verbracht im Pfarrhaus. Wo sind wir jetzt in Rückwärts? Da oben ist die Pfarrkirche. Hier ist ein Elefant, den gab es damals noch gar nicht. Die Straßenführung ist relativ neu. Man hat also ziemlich viel geändert hier in Rückwärts gegenüber der Zeit, wo wir waren. Und deshalb kann man sich auch gar nicht mehr so gut orientieren wie damals hier. Das Haus mit dem Säulen, das stand damals schon. Das sieht man, fahren wir geradeaus weiter. Und wenn es geht, wenn es erlaubt ist, dann hoch am Fahrrad vorbei. Das ist jetzt das Haus, wo wir die erste Nacht waren hier, ne? Nein, das Hotel da unten. Ja, also kannst du hier jetzt rechts hochfahren? Ja, das ist genau richtig. Ich habe das so in Erinnerung, als ob das war, aber stimmt nicht, oder? So, jetzt fahren wir hier hoch an der Kirche vorbei, können aber nicht weiterfahren, weil hier Stoppstraße ist. So, und jetzt wird es lustig, ja. Jetzt muss ich rückwärts fahren. Ja, genau. Also hier rechts im Pfarrhaus haben wir damals gewohnt und von hier kam man auch bei der Flucht rein in das Dorf. Und hier ist die Pfarrkirche und hinter der Pfarrkirche war damals das Krankenhaus. Ich hatte gedacht, wir könnten da ins Krankenhaus mal rein fotografieren. Und hier ist dieser Eingang und danach, wenn man die Treppe hochgeht, konnte man dann in den Pfarrhof gelangen. So, jetzt haben wir gewendet, weil man hier nicht weiterfahren kann. Und wir fahren jetzt wieder rechts zurück. Und dann unten an der Straße wieder links. Oder wollen wir mal versuchen, da rechts zu fahren, um da hinten ans Krankenhaus zu kommen? Ich habe gesehen, dass da oben Autos rumfahren. Ja. Fahr mal rechts jetzt hier. Versuchen wir es mal. Und du meinst nicht, dass das hier das Krankenhaus war? Nein, das ist Braustübe. Da bin ich mal mit der Tante runtergegangen, haben wir Nachrichten gehört. Ja. So, und jetzt versuchen wir mal hier rechts zu fahren. Ja, rechts. Und wenn es da wieder eine Straße geht, rechts, dann müsste man doch irgendwie zum Krankenhaus kommen. Ich muss ja das Krankenhaus. Ich habe da oben welche gesehen, die da hochgefahren sind. Aber ich kann mich erinnern, wir sind damals auch schon hier lang gefahren, haben dann gewendet, weil wir nicht auf die Straße kamen. Wir wollten ja nach Bad Godowa, ne? Das glaube ich nicht, Herr Sabine. Weiter. Das ist nichts. Willst du wenden? Nee, Alter. Wenn es zum Krankenhaus geht, da würde ja sicher ein Hinweisschild kommen. Ja, ne? Aber irgendwie müsste man ja da hochkommen zum Krankenhaus.
Ja, ja, irgendwie muss man ans Krankenhaus also kommen. Ich hätte, wer hätte hier unten einen Parkplatz gesucht und wer da bis hier zur Küche. Richtig, das machen wir auch. Gut. Das heißt, ich wende dann. So, Rückers hat sich sehr verändert. Hier stehe ich auf einem Parkplatz eines Supermarktes oder eines Geschäftes und da sieht man den Turm der Kirche und nebenan dieses Gebäude, das ist das Pfarrhaus, was rechts neben der Kirche war. Und in diesem Pfarrhaus haben wir eben über einige Monate im Jahre 1945 gewohnt. Jetzt können wir die nähere Umgebung der Stadtkirche und des Pfarrhauses uns einmal ansehen. Hier ist die Eingangstür und da führt es eine Treppe hinter der Mauer hoch zum Pfarrhaus. Und hier sehen wir die Auffahrt zum den Aufgang zur Pfarrkirche in Rückers. Jetzt das Pfarrhaus nochmal aufgenommen. Hier ist also diese Sperrsteine, dass man nicht weiter kann. Und hier ist die Sicht nach unten in die Stadt oder in das Dorf rein. Und wir kamen damals hierher von der Straße, die ich jetzt aufnehme. Hier war damals die Einfallstraße nach Rückers, in der wir hier reinkamen mit den Pferdegespannen und hier in dem Dorf verteilt wurden. So dicht ans Pfarrhaus sind wir noch nie herangekommen und dann haben uns wohl nicht den richtigen Weg gefunden. Hier ist also eine Nahaufnahme das Pfarrhaus, unser Exil für einige Zeit 1945. Hier nun die Eingangstür in das Pfarramt und hier sieht man die Haus Nummer 4 und dass immer noch das Haus als Pfarramt genutzt wird. Und von dem Ausgang geht es natürlich hier runter. Der Kellerabgang ist hier, die Treppe, die da unten in der Tür landet, die wir von unten fotografiert haben. Die Aussicht von dem Pfarrhaus auf das Haus gegenüber, den Treppenaufgang zur Kirche und die Kirche selbst. Hinter der Kirche ist dieses Gebäude und ich kann es nicht genau sagen, aber ich denke, das war damals das Krankenhaus. In diesem Krankenhaus waren die Nachbarfamilien von Heinke untergebracht. Und wir brauchten also nur um die Kirche rumzugehen, um dann die Leute zu besuchen. Hier einmal von dem Standort zurück zum Pfarrhaus und die Gebäude, die neben diesem Pfarrhaus sind. Hier einen kleinen Einblick in die Pfarrkirche von Rückers. An die kann ich mich natürlich gar nicht erinnern. Hier sind aber schon die Vorbereitungen für die Fronleichnamsfeier abgeschlossen. Man sieht, die Kirche ist geschmückt. Am Haupteingang ist eine kleine Gebetskapelle mit dieser schönen Monstranz und der Hostie darin. Und über allem schwebt der Gekreuzigte. Eine letzte Aufnahme von Rückers, von dem Haupteingang der Pfarrkirche, hoch zum Turm der Pfarrkirche. Und der Park hier, der jetzt diese Kirche umgibt und die Kapelle, das war sicher die Einsegnungskapelle und der Friedhof, die sind natürlich nicht mehr aktuell. Man hat die deutschen Gräber offenbar eingeebnet und nun ist die Kirche von einem recht ansprechenden, schönen und schattigen Park umgeben. Eine Sicht vom Haupteingang der Kirche, also von der Friedhofsmauer, hinüber zum Pfarramt, zu dem Eingang der
dann hochführt zum Pfarramt und eine Übersicht über rückwärts und das, was man von hier oben sehen kann. Hier ist der Fluss, an dem ich damals immer gern als Kind, als wir hier in Rückwärts waren, gespielt haben. Und hier vor dem Braustübel hat man einen schönen Park angelegt und diesen Park kann man hier jetzt auf den Aufbau.